Ey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Dark Souls 3. Yeah! Danke an alle, die die letzte Folge positiv bewertet haben, Alter. Es wird immer mehr. So langsam läuft das bei uns. Ich freue mich riesig. Das motiviert mich natürlich. Auch wenn ich weiß, dass mir jetzt da Hündchen entgegenspringt. Ich hab mir kurz mal ein bisschen Sorge gemacht, weil mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass da was Großes runterkam, war nicht, oh shit, sondern wir haben immer noch kein Bonfire. Na, gib mir ein Bonfire! Es muss aber wirklich mal langsam ein Bonfire kommen, ne? Große Seele eines unbekannten Reisenden, ist mir scheißegal, gib mir ein Bonfire. Sieht nicht aus, als wäre hier ein Bonfire. Ey, das kann nicht sein, oder? Die haben mir doch jetzt nicht die ganze Zeit einfach kein Bonfire hinterlegt. Wieder so eine fucking Kathedrale. Ich hasse Kathedralen. Holy shit. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Okay, bevor wir da rüber gehen, ganz... Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Wisst ihr, was das ist?
Wisst ihr, was das ist? Da drüben ist sie. Die DLC-Welt aus dem ersten Teil, so nenne ich es jetzt mal. Die gemalte Welt. Die hat da an der Brücke begonnen. So, jetzt will ich aber trotzdem herausfinden, was hier noch ist. Und ja, ich habe gesehen, der Baum da lebt. Leben alle. Alter, ey, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das hier kommentieren soll. Hier ist einfach alles scheiße gerade. Also nicht scheiße, scheiße, sondern halt, ne? Überall sind Gegner, ze? So, Leute. Er hat natürlich was, wenn hier das ganze Gebiet Schnee ist. Wollt mal gucken, wie viel Schaden die machen. Jetzt habe ich meine Antwort. Ah.
Holy shit, Alter. Ich kann mich dran erinnern, ganz vage, dass wir an so einer Erfrierung auch schon mal gestorben sind. Die Feuerteile sind jetzt nicht so impressive, sag ich mal. Mal, ist hier der Start? Hätte ich das alles abkürzen können? Tatsache, Leute. Wenn wir am Anfang einfach, ne, bis zu dieser ersten Kuppe, die kaputt geht. Okay. Was ist denn das? Das kann ich, ob ich das wissen will. Gut, dann haben wir hier alles. Dann geht's jetzt für uns tatsächlich rüber ins Schloss. Bin gespannt, ob die ganzen alten Viecher wieder da sind. Wie die Phalanx etc. Von den Krähenviecher. Oh nein. Oh nein. Die Krähenviecher habe ich ja nun wirklich keinen Bock. Guck mal einer an. Eigentlich egal, ob wir die kaputt machen oder nicht. Wenn, dann macht man das so. Was ist denn das hier? Warum geht's denn hier so weit, Alter? Warte mal, dann will ich erstmal die andere Seite noch angucken. Sieht so aus, als würde es hier tatsächlich ein komplettes Gebiet gehen, Alter. Ich bin beeindruckt. Also das DLC ist ja jetzt schon am Anfang deutlich größer, als ich dachte. Beistein. Genau, mit dem könnten wir unsere Waffe wieder auf den ursprünglichen Wert bringen. Also nicht auf den ursprünglichen Wert, sondern halt so, wie sie ursprünglich mal war. Warte mal. Bevor wir hier lang gehen, will ich erstmal über die Brücke, weil ich habe in Erinnerung, dass da drüben ja dann ein Bonfire war und ich bin mal gespannt, ob das immer noch da ist.
Keine Ahnung, ob ich die killen soll. Wahrscheinlich habe ich dadurch jetzt übelst verkackt. Hey, wer bist denn du? Bist du ein Freund? Well, you look to be unkindled. No bell tolls. And yet you've slipped into the painting. Ah, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Now, go on inside, show respect and listen carefully. What's keeping you? Go on, right inside. Show respect and let Lady Frieda speak to you. Was mich daran hindert, da drin sind die übelsten Kampfgeräusche. What's keeping you? Show respect. Oder Edelstein. Ja, schauen wir mal rein, wa? Was soll schon schief gehen? Das ist zumindest mal ein Bonfire. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frieda. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Ashen One. I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee, the bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Will die uns loswerden? Ah, yes. There is a thing thou shouldst by rights possess. Ours is a chance encounter, to be sure. But perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world. A thing to help thee bear thy duty. Frostbistling. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Now, thou'st... Sorry. Ups. Hier, irgendwas stimmt hier doch nicht. Okay, das ist sehr, sehr strange, was hier gerade abgeht. Sie will direkt uns loswerden.
Okay, very strange, Alter. Nicht, dass wieder einer kommt und sagt, du hast gegen die eine Wand nicht gehauen. Ist halt gar nichts, ne? Okay, das ist echt strange. Now, that. Lady Frieda has spoken, is she not? Then tarry no longer and be gone. There is one thing you should know. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Stray from the withering flame, and the snow will swallow you whole. There is one thing you in stray. Das stimmt irgendwas ganz, ganz, ganz doll nicht. Ich werde noch dahinter kommen, was da los ist. Aber wahrscheinlich soll man, wenn man dann hier auf dem Rückweg ist, soll man sehen, ach guck mal, da ist eine Leiter. Weißt du, wie ich meine? Bin gespannt, was mich da unten erwarten wird. Und was hier generell los ist in der Welt. Durch die Livestreams mit euch fühle ich mich sowieso topfit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das sieht rutschig aus. Ich bin total angespannt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, jagt mir die Welt hier Schauer über den Rücken. Was will was heißen? Ne? Wir waren ja schon in vielen Gegenden. Sehr, sehr strange hier alles, Alter.
sind einfach sehr, sehr viele hier. Ich frage mich, ob das die Krähenmenschen sind, die verändert sind. Das ist ein ekliger Gedanke, finde ich. Ach, guck mal. Ist halt, wie man da hochkommt, ne? Von da drüben. Oh, das ist... Ich muss euch ja ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen... Ich bin ein bisschen traurig, weil ich merke, dass es natürlich mit dem Spiel zu Ende geht. Holy shit! Ich muss ehrlich sagen, die Reise hat mir halt derb Spaß gemacht, ne? Da sind wir ja wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen hier, also das ist ja nicht übertrieben, wenn man das so sagt. Okay, die sehen krass aus. Leute, Alter. Was ist hier passiert? Das letzte Mal, wo wir hier waren? Ich meine, klar war es auch schon übelst abgefuckt, ja? Aber was ist hier passiert? Nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Well, that's a rotten shame. I've been very patient, you see. The tales tell of two Ashes who'll burn Ariandel away. And we need only one more. Ah, I was hoping you might be the other Ash, you see. Oh, oh, finally. Okay. You have come. Oh, wondrous Ash, grant us our wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are Ash, are you not? Is it not fire that you seek?
Surely you've seen the rot that afflicts our world. Ja. But that witch fooled the good father and buried the flame. After we had all made up our minds, too. So, please, grant us one wish. Make the tales true. My lady must see flame. And you have only to show her. Okay. Oh, I am so terribly frightened of timidly rotting away like the... Like those fools on the outside. Oh, please. It must be you. I am so terrified. Ich meine, deine Dings können wir ändern, ja? Wir können dich erlösen. Das ist gar kein Problem. Leute, wie es hier weitergeht, Alter. Was hier gespielt wird für ein falsches Spiel, wo die Fäulnis herkommt und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Ich bin und bleib auch dann noch dieser Semi. Ja. Danke an jeden, der die Folge mit einem Daumen nach oben bewertet. Ihr seid die geilsten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.